Gutes Spiel, Olivia. Gleichfalls, gutes Tor. Danke. Ist es deine Mutter da drüben? Ist das Baby schon geboren? Ja, es ist ein Junge. Ich wünschte, wir könnten auch noch ein Baby haben. Es wäre sicher toll, so eine große Familie zu haben wie du. Vielleicht bekommt ihr ja noch ein Baby irgendwann. Leider nicht. Der Doktor hat meiner Mutter gesagt, dass sie nach mir keine Babys mehr haben kann. Das ist schade. Wie heißt euer Baby? Daniel. Das ist ein schöner Name. Wie kamen deine Eltern da drauf? Sie haben ihn aus der Bibel. Was ist deine Bibel? Ein Buch für Babynamen? Nein, es ist ein Buch, das von 40 Männern geschrieben wurde. Und sie haben nur das aufgeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat. Gott hat ihnen gesagt, was sie schreiben sollen? Ja, genau. Und um was geht es in dem Buch? Es geht hauptsächlich darum, dass Gott uns mitteilt, wie sehr er uns liebt. Wenn Gott mich liebt, warum kann ich da nicht auch in einer großen Familie sein? Das kannst du. Nein, der Doktor hat gesagt... Du kannst zu Gottes Familie gehören. Gottes Familie? Ja, so steht es in der Bibel. Wir können in Gottes Familie hinein adoptiert werden. Ich kenne ein Mädchen aus der Schule, das adoptiert wurde. Viele Kinder, die keine Eltern mehr haben, werden von Familien adoptiert, die sie lieben. Gott liebt uns und darum will er uns in seine Familie adoptieren. Aber ich bin gern in meiner Familie. Ich wünschte nur, sie wäre größer. Das ist das Coole daran. Du kannst immer noch bei deiner Familie bleiben und kannst gleichzeitig zur Familie Gottes gehören. Okay. Was muss ich denn dann machen, um in Gottes Familie zu kommen? Gott weiß, dass wir alle Dinge tun, die nicht so toll sind. Er nennt diese Dinge Sünde. Da gehöre ich sicher dazu. Keine Angst. Gott liebt uns trotzdem. Sogar, wenn wir Dinge tun, die wir lieber nicht tun sollten? Ja, genau. Er findet es nicht toll, wenn wir verbotene oder falsche Dinge tun, aber er liebt uns trotzdem. Wow. Allerdings sagt Gott auch, dass es für unsere Sünde eine Strafe gibt. Ich hab's kommen sehen. Strafe tut weh. Ja, das stimmt. Aber es gibt da jemanden, der die Strafe auf sich genommen hat. Was? Wirklich? Das gibt's ja nicht. Oh doch, es ist wahr. Jesus kam auf die Erde und hat alle Strafe auf sich genommen. Für alle Menschen. Das muss furchtbar für ihn gewesen sein. Das war es. Es war so schlimm, dass Jesus gestorben ist. Aber das ist nicht alles. Nachdem Jesus gestorben war, wurde er begraben. Doch 3 Tage später hat Gott ihn wieder zum Leben auferweckt. Oh, wirklich? Ja, das stimmt. Jesus lebt und er ist wieder im Himmel bei Gott. Das ist ja toll. Und wie? Alle, die daran glauben, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, werden in die Familie Gottes aufgenommen und heißen Christen. Das bedeutet, dass wir Brüder und Schwestern sind in Gottes Familie. Heißt das, dass das Einzige, was ich tun muss, um in Gottes Familie zu kommen, ist, an Jesus zu glauben, dass er für mich starb? Das ist alles. Sag es Gott. Sag ihm, dass du weißt, dass du Dinge getan hast, die nicht richtig waren und dass du es bereust. Und dann danke ihm für seine Liebe und dass Jesus deine Strafe schon bezahlt hat. Ja, das würde ich gern machen. Ach ja, und danke ihm, dass er dich in seiner Familie aufgenommen hat. Dann sind alle Christen meine Geschwister? Ja, genau. Und Gottes Familie wird jeden Tag größer. Dann bin ich ja doch noch in einer richtig großen Familie. Willkommen in Gottes Familie, Schwester.